Willkommen zurück zu Let's Play Doom 3. Die Technik hier ist natürlich wie immer vollkommen hinüber. Ich habe jetzt hier gerade nicht mal eine... What the fuck? Ich meine wirklich eine Ahnung, was hier überhaupt abgeht. Hi. No, 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 no. Das sind sowieso die ungefacten Dämonen, von daher interessiert ihr mich eh nicht, also... Hoff hat's geschmeckt. Wie kannst du das mit dir machen lassen? Hast du denn keine Würde? Andrew Chin. Oh mein Gott, der heißt mit Nachnamen wirklich Andrew Chin. Was haben wir denn hier? Kontrollpunkte. Sieht schon mal nicht gut aus. Was haben wir hier? Oh! Da steht einer mit seiner Rüstung. Ah, wo die Freaky du. Kühlung, Kreuzung. Okay. Ich weiß jetzt, was? Keine Kamera aktiviert. Oh. FS-Kompressor. Lager und Technik. Technik und Kühlung. Gut, gibt es hier irgendwas zu klären? Daten, Munition. Hauptsache, die haben. Warum braucht man in der Zukunft eigentlich noch einen Tacker? Oh, öffnet sich sogar. Warum kann ich denn hier runter? Armor! Armor, die ich nicht gebrauchen kann. Ja, prima. Ganz geil. Wow, 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 wow. Du nicht mit deiner... Oh shit, ich hab keine Luft. Ah! Da drin haben wir ja Luft. Ich glaube, die verdammten Dämonen haben die Luft zerstört. Guten Tag. Ui! Seit Beginn des Weltraumzeitalters stand die Union Aerospace nicht nur an vorderster Front bei der Entwicklung neuer Technologien, sondern hat diese noch kühler verhandelt. Hey, da sind Leute. Hey, Leute! Ich würde mal näher zusammenbleiben. Los, los, los! Weiten des Weltraums zu erforschen habe. Das ist das andere Typ. Ich muss dich mit dem treffen. Wissenschaftlern der UAC erstaunliche neue Entdeckungen. Oh shit. Konnten sie mit dem interplanetaren Materie anziehen. Team Bravo hat eine Position der Autobus, kann aber nicht zu der vordringen. Geh durch den Maschinenraum und versuche, im Sektor 3 mit ihnen aufzuschließen. Hier da frei, Mensch, noch eins. Das ist ein Spind. So, da wir natürlich jetzt ein PDA eingesammelt haben, das kann natürlich jetzt alles möglich sein. Gucken wir erstmal in den E-Mails. Rückforderung. Memo an mich. Oh, 102. 1, 0 und 2. Oh, oh. Das ist 38. Was ist das? Das ist ja für 039. Dann ist doch hier wahrscheinlich Andrew Chin dafür zuständig. Mars Buddy. Achtseitiger Würfel. 38. Die Tür klemmt nicht mehr. Wir haben die 409. Scheinbar war der. What the fuck? Der Herr ein Dungeons and Dragons Spieler. Oder so ähnlich. Was haben wir denn da gehabt? Was ist denn hier? Da haben wir ja netterweise eine. Alter, hallo? Oh shit!
Bisschen ja toll, für ein bisschen Stuff bin ich jetzt in den Krieg gekrochen oder was? Ganz geil. Ihr macht mich fertig. Okay, genau. Engineering. Bitte schalten Sie den Computer nicht aus. Hallo. Möglicherweise sollte ich nicht aushauen. Abschützig, Kugel mit zurückgeschossen. Okay, die Kombination ist jetzt gerade ein bisschen fies. Ihr werdet alle sterben. What the fuck? Oh, kommt dein Alien-Dämonen-Ding wieder ein. Ich sehe gar nichts rein hier, ey. Na gut, es sind auch Dämonen, also das Ding zeitig ist es ja logisch irgendwo. Okay, das ist jetzt natürlich nur die Frage des Tages. Wo wir spinnt 38 habe ich ja. Ich denke, das war soweit. Erstmal zum Aufzug. Okay, Imps halten wir ein bisschen mehr aus. Lustigerweise wurden die Imps hier allgemein ziemlich widerstandsstark gemacht. So. Also gegen Damage. Widerstandsfähig heißt es nicht, widerstandsstark. Ah! Deutsche Sprache! Kann ich nicht. Wer ist da? Hallo? Er hat kein blutsabberndes Maul, er ist noch ein Mensch. Nicht schießen! Ich kann Ihnen helfen! Das Licht ist aus. Ich führe Sie hier durch, wenn Sie mir aus der Basis raushelfen. Kann ich machen. Ich wäre nur vorsichtig an deiner Stelle. Ich habe zwar eine eigene Taschenlampe, aber naja. Elektromagnetische Impulse haben die Elektrik ausgeschaltet. Vorsicht, ein großer pustet uns auch das Licht aus. Komm weiter. Steh nicht rum und trödel dich, Mann. Was war das? Bleib nicht stehen und lauf. Bleiben Sie in der Nähe. Hey, Moment. Ich kann nicht warten. Doch, wir können warten. Wir sind noch keine Dämonen. Keine Sorge, ich krieg die Feuerbälle ins Gesicht, nicht du. Schnell, wir müssen weiter. Ich bin noch an einer Haxe, Mann. Oh Mann, das macht mich nicht fliegen. No! Jenkins. Du warst ein treuer Kollege. Deine Lampe ist aus. Rucksack für Munition. Absolute Finsternis. Mich surprised heute nicht, du Fisch. Aber ich meine, man konnte den so oder so nicht retten. Ich glaube, da vorne stirbt der eigentlich. Raus hier. Jenkins war ein treuer Kollege. Oh. Was hängt ihr denn hier so rum?
Ja gut, das hört sich schon mal nicht so einwand an. Ich habe eigentlich nicht wirklich das Bedürfnis, da lang zu gehen. Hier. Hopp. Hallo. Hallo. Ich bin der Marine. Für den Imperator. Ah. Was hier kommt los? Hallo. Was? Ist alles voller Spinnenfäden. Kann doch mal bitte jemand sauber machen. Oh! Au, 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 au. Ich merke mich auf die Zeiger, ihr hässlichen Mistviecher. Batman! Okay, ich verstehe schon, worauf wir hinwollen. Au, au, au! Diese Unterhaltung hat nur ein Ende, nämlich euers. Ich hab den Sack herab. Das ist Spinnenvieh. Sieht aus wie ein Kammerjäger oder was? Ja, komm. Da ist noch einer. Der Teufel sollte sich wirklich überlegen, ob er nicht eventuell mal ein anderes Design für seine Monster vorzieht, weil umgedrehte Köpfe, das wird mir sehr von John Carpenter geklaut, Teufel. Alpha Labor 2. Auf nach Alpha Labor Sektor 3. Wissenschaftsabteilung der Union Aerospace. Das Ding geht so schnell, ich kann nicht mal lesen, was da steht. Kommt vielleicht auch jemand? Turn back. Warum sollte ich mich umdrehen? Warum sollte ich weggehen? Momentan bin ich hier derjenige, der die Oberhand hat und nicht ihr. Muss bitte Karte scannen. Na gut, ich habe keine Karte. Ich bin arm. Ich weiß, mein erster Arbeitstag, Leute. Ihr müsst Verständnis haben. Ich habe nicht alles. Na, macht er die Tür auf? Traut er sich? Nein, traut er sich nicht. So, jetzt spielen wir ein bisschen Kirmeskram. Da drin sind nämlich giftige Dinge. Und giftige Dinge sind eigentlich nie cool. Mal gucken, ob ich das noch gebacke. Oh. War das früher auch immer so, dass da schon so ein Lock-Ding angegeben war? Und öffnen. Das fand ich gut. So, greifen. Das ist wie Kirmeskran, nur diabolisch und böse mit Giftfässern. Und öffnen. Willst du mich verarschen? Ich muss fairerweise dazu sagen,
Ich war noch nie gut da drin. Zu meiner Verteidigung. Jetzt aber öffnen. Mann! Geh da sofort rein! Vorhin ist das Ding auch noch direkt 3 Kilometer wieder zurückgerollt. Ich glaub's nicht. What the fucking hell? Ey, die Pisswitch hat sich direkt hinter mich gestellt. Direkt hinter mich. Die hat gewartet. Hat nicht gelockt. Schließen. Ach, Heidi Witzka, Leute. Kleines bisschen noch. Sicher ist sicher. Und öffnen. Yeah! Toxische Gasmenge um 50% gesunken. Um 50%? Okay, Leute, aber die Folge ist gerade an der Stelle mal eben hier zu Ende. Es geht in der nächsten Folge weiter, wenn ich dann die Pestizide endgültig beseitige. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann.